Hallo ihr Lieben und willkommen bei einem neuen Video von mir. Und zwar, wie ihr seht, habe ich Post bekommen. Diesmal sogar aus der Schweiz. Ja, ihr hört richtig, aus der Schweiz. Ich bin sehr gespannt, was da so Schönes drin ist. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr groß. Dieses Päckchen kommt von der lieben Lisa. Sie hat keinen YouTube-Kanal, aber sie ist auf Instagram vertreten. Aber ich glaube, sie hat ein privates Konto. Da müsste ich sie nochmal fragen. Wenn sie kein privates Konto hat, verlinke ich sie natürlich unten in der Infobox. Wenn sie ein privates hat, würdet ihr es natürlich nicht sehen. Princess Sparkle heißt sie auf jeden Fall. Die Zahlen weiß ich jetzt leider nicht. Das tut mir leid. Asche über mein Haupt. Aber auf jeden Fall Princess Sparkle. Das habe ich mir gemerkt. Und wie das zustande kam, ist ganz interessant. Und zwar hatte sie mich unter meinem Pop-out angeschrieben und gefragt, ob sie das blaue Einhorn haben dürfte. Und ja, dann habe ich gesagt, na klar. Und dann hat sie mich noch gefragt, ob ich ein Einhorn noch machen kann für einen Freund von ihr. Das habe ich dann auch gemacht, ein orangenes. Das hat sie schon bekommen, beziehungsweise hat sie es noch nicht gesehen, aber... es ist auf jeden Fall angekommen. Ja, so viel dazu zur Vorgeschichte. Schon über eine Minute und ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Ja, auf jeden Fall habe ich gesagt, sie soll mir dann irgendwie Kleinigkeit schicken. Und damit, reicht das auch. Und das ist eine große Kleinigkeit, würde ich sagen. Sie hat es auf jeden Fall wunderschön verpackt im weihnachtlichen Geschenkpapier. Und ja, ich bin wahnsinnig gespannt, was da so Schönes drin ist jetzt aus der Schweiz. Ist ja mal was anderes. Vielleicht gibt es in der Schweiz ja mal andere Sachen, als wie hier vom Teddy oder Action oder so. Ich weiß es nicht, wie gesagt. Deswegen schauen wir einfach mal rein. Ich reiß das mal oder ich schneide das mal auf. So, es wird jetzt ein bisschen laut. Ich hoffe, da steht keine Adresse oder so. Ich glaube nicht. Oh, ich reiß das jetzt einfach mal ganz unsanft auf. Sei mir nicht böse. So, da steht eine Adresse. Ich pausiere mal kurz. So, ich habe die Adresse mal vergoldet wieder. Und ja, ich würde sagen, wir gucken mal weiter. Sie hat auf jeden Fall sehr gut zugeklebt. Ich weiß auch überhaupt nicht, wo der Anfang ist, wenn ich ehrlich bin. Das ist schon mal sehr cool. Ja, ich schaffe es irgendwann. Ansonsten zur Not, wisst ihr was, schneide ich das einfach mal hier oben auf. Bevor ich jetzt hier stundenlang den... und auch noch so schön verpackt. Bevor ich jetzt stundenlang hier... brauche, um das Paket aufzukriegen, machen wir das einfach mal so. Sehr, sehr cool. Es sieht sehr schön aus, was ich da sehe. Schaut mal rein. Richtig schön bunt vor allen Dingen auch. So, ich würde sagen... Jetzt habe ich den Stuhl hier weg. Wo soll ich denn das jetzt hinlegen? Machen wir das mal so. Aber dann wird euch das Licht geklaut. Ne? Geht das so? Naja, ich hoffe es. Mache euch mal ein bisschen runter. So, ich hab's gleich. Oh, nach 3 Minuten fangen wir mal an, ja, was zu machen. Auszupacken. Post für Steffi. Hat sie sehr schön gemacht. Finde ich cool. Hat sie sich Mühe gegeben. Oh, ein schönes Weihnachtsfest und viel Glück im neuen Jahr steht da. Dankeschön. Das wünsche ich dir auch. Ich glaube nicht, dass du das Video an Weihnachten siehst. Huch. Aber macht ja nichts. Ui! Da hat sie eine zuckersüße Karte gebastelt. Mega, mega schön. Diese Stanzteile sehen auch schon toll aus. Ich habe es noch nie probiert. Aber sieht mega, mega schön aus. Da hat sie auch einen Stanzer gehabt, schätze ich mal. Und die Eule ist auch mega süß. Schaut mal. Schaut mir in die Augen. Ja, ich guck mal rein. Mal kurz hier. Ich denke, das kann ich vorlesen. Ach, da steht auch die Nummer. Schaut mal. Liebe Steffi, ich freue mich sehr über unseren kleinen Tausch. Ich hoffe, du kannst mit den Sachen etwas anfangen und viel Spaß damit. Vielen Dank für das Einhorn. Herzliche Grüße, Lisa. Princess Sparkle 1107. Na, seht ihr, da war die Nummer. Aber Princess Sparkle lag ich ja schon mal richtig. Vielen, vielen lieben Dank für die tolle Karte. Gefällt mir mega, mega gut. Sehr, sehr hübsch. Dann mache ich mal das, was hier offen ist. Nervennahrung. Die sehen ja mega lecker aus. Schaut mal. Die sehen toll aus. Auch in Herzchenform. Schaut mal. Ja, mag ich sehr gerne sowas. Bin ich sehr gespannt, wie das schmeckt. Richtig, richtig cool. Dankeschön.
Naschen geht immer. So, dann machen wir mal das hier, das Tütchen. Mischmasch-Tüte hat sie draufgeschrieben. Schauen wir mal, was das für ein Mischmasch ist, dass ich wieder nicht aufkriege. Oh, Mensch, ich bin heute aber auf. So, tschack, 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 tschack. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts kaputt gemacht. Oh, naja, fast. Da fallen schon Steinchen raus. Die Schere tun wir auch mal weg. Oh, die sind ja schön. Schaut mal. Die kann man schön aufkleben auf Resseteilchen. Die sind so, naja, was ist das? Das ist so Silber, würde ich sagen. Ja, so Silber. Dankeschön. Und ich schütte das einfach mal raus. Habe ich alles? Nein, habe ich nicht. Gut, dass man manchmal noch reinguckt. So, dann haben wir als nächstes so Filzherzchen. Ja, Herzen gehen ja immer. So Liebe und so ist immer schön. Dankeschön. Und das ist auch richtig, richtig cool. Das ist so ein Nailart-Rad. Das ist ja ein cooles Rad hier. Ja, das finde ich super. Das ist auch toll für Resin. Die sind mega, mega winzig. Da braucht man so einen Strassapplikator für. Also, weil anfassen kann man das nicht mit den Händen. Die gehen dann verloren. Dankeschön. Diese Räder sind immer cool. Geht absolut immer. Dann haben wir hier so ein kleines Organza-Säckchen mit diesen Sonne, Mond und Sternen drin. Die kennen wir ja alle, ne, denke ich. Und das Säckchen ist im Übrigen auch sehr schön. Sehr, sehr cool. Danke. Und dann hat sie ein paar Stanzteilchen gemacht, würde ich sagen. Da gucken wir mal rein. So. Zack. Ja, da hat sie so Stanzteile gemacht. Da haben wir hier ein Engelchen. Haben wir Schneeflocken. Und ja, Engelchen hatten wir schon. Engel, Engel. Genau. Dann haben wir hier noch Sterne. Sie dann verschiedene Papiere genommen und da auch richtig cool, ui, wie filigran, richtig cool hier, schaut mal, und in dem Gold passt das ja auch wunderbar jetzt zu Weihnachten, richtig, richtig cool, vielen, vielen lieben Dank für die Stanzteile, Moment, habe ich alle, irgendwie hat mich gerade die Stimme verlassen, so, jupp, leg ich mal hier dazu, jawohl, so, machen wir weiter. Mal hier mit. Schneeflocken. Okay. Schneeflöckchen, Maisröckchen. Nein. Oh, das hat sie selber. Oh, guck mal. Oh, wie süß ist das denn? Oh, das ist ja schön. Das hat sie selber gestaltet. Auch sehr kreativ, würde ich sagen. Gefällt mir mega, mega gut. Werde ich auf jeden Fall behalten und kommt auf meinen Tisch. Finde ich cool. Dankeschön schon mal dafür. Ui. Und da hat sie so mega schöne... Oh, die sind ja toll. Schaut mal. Schneeflöckchen reingetan. Und dann ein ganzer Schwung von sogar. Richtig, richtig cool. Kenne ich auch gar nicht. Und die mit der Dose hier, die Idee finde ich toll. Vielen, vielen lieben Dank. Da freue ich mich. Die Dose? Klasse. Die Schneeflocken natürlich auch. So. Ui, wir haben noch ein bisschen was. Machen wir mal Bling Bling. Ich würde sagen, ja, das sind Bling-Bling-Steinchen. Ja, ich krieg's wieder nicht auf, ich sehe das schon, oder? Ja, ich hab's gleich. Ich brauche heute ein bisschen länger, mehr. Ihr merkt das schon. Auch noch so viel. Ich hätte mir gar nicht so viel schicken müssen. Muss ich jetzt ein schlechtes Gewissen haben? Ist ja krass. Und das sind auch Sachen, die kenne ich nicht. Seht ihr? Und das finde ich toll. Da sind halt Sachen dabei, die hat man nicht. Und ja, finde ich super. Findet man halt nicht in jedem Teddy oder so. Deswegen finde ich das richtig, richtig cool. Die sehen auch richtig schön aus, die Herzchen. Und darunter haben wir dann auch noch so kleine Herzchen und Quadrate. Richtig, richtig cool. Dankeschön. Dann haben wir, ein Teddy scheint es auch zu geben, aber die habe ich noch nicht, diese dunkelgrünen. Vielen, vielen lieben Dank. Bling, bling geht ja absolut immer. Ey, die sind ja geil. Schaut mal, das ist eine Tränenform, Tropfenform eher. Mega, mega schön. Das ist leicht rosa. Habe ich auch noch nicht. Vielen, vielen lieben Dank. Richtig cool. Und hat sie mir sogar auch noch in lila geschickt. Ey, die finde ich toll. Danke, danke, danke. Richtig cool. Dann haben wir noch diese vom Kick. Die kennen wir, glaube ich, auch.
Die glitzern auch so ein bisschen, aber nur ein bisschen. Also die sind nicht so viel, aber sehen trotzdem cool aus. Dankeschön. Und dann haben wir hier so rote Bling-Bling-Steinchen. Die kenne ich so auch nicht, die Firma. Finde ich sehr, sehr cool. Vielen, vielen lieben Dank. Richtig viel vor allen Dingen auch. Also hätte überhaupt nicht sein gemusst. Und wir sind noch nicht fertig, jo. Jetzt haben wir hier. Sticker gehen eigentlich immer, oder? Ja, ich liebe Sticker. Ich bin sehr gespannt, was du so Schönes ja ausgesucht hast, ausgewählt an Stickerbögen. Ich muss das aber mal aufschneiden. Ich hoffe, ich mache nichts kaputt. Denn du hast die einfach zu gut verpackt. Ja, ui. Das ist aber auch ein ganzer Schwung. Mein lieber Schwan, du hast ja ganz schön viel geschickt, du. So. Ich würde sagen, ich nehme das mal kurz aus dem Bild. Dann haben wir einmal diese Blümchen. Die müssten auch vom Teddy sein. Die hatte ich auch in Lila gehabt und Rosa, glaube ich, oder so. Hier haben wir sie in Dunkelblau. Die sehen auch toll aus. Dankeschön. Ich lege das mal nach da. Dann haben wir einmal diese Schmetterlinge. Die kennen wir, glaube ich, auch. So 3D-Schmetterlinge. Schmetterlinge sind auch immer schön, gehen auch absolut immer. Dankeschön. Die sind ja toll. Die sind mega, mega schön. Von Ideen mit Herz. Okay. Die sind mega, mega schön. Habe ich auch absolut nicht. Gefallen mir super, super gut. Vielen, vielen lieben Dank. Sehr, sehr cool. Ah, da haben wir Eule, Eule. Ich glaube, gab es die nicht bei Doreen Beats oder so? Ich hatte die, glaube ich, auch schon. Obwohl, ich weiß es nicht. Doch, ich glaube schon. Ja, das sind Eulchen. Ich überlege gerade, aber ich glaube, die habe ich schon. Macht ja nichts. Dankeschön. Eule, Eule. Ah, da, was ich da schon sehe, gefällt mir schon mega gut. Gut, wir sind erstmal bei den Sternen. Die sind auch richtig, richtig cool. Die habe ich, glaube ich, auch von der lieben Tanja bekommen gehabt. Die sind auch cool. Richtig, richtig lieb. Dankeschön. Ich weiß schon nicht mehr, wohin. Ich muss das mal ein bisschen wegschieben. Und dann haben wir richtig, richtig geil hier Halloween-Sticker. Ich liebe Geister, hier Kürbisse und so. Finde ich mega, mega hübsch. Die finde ich wirklich mega schön. Die kenne ich auch absolut nicht. Und gefallen mir sehr, sehr gut. Ne, Gespenster hier. Und Gespenster. ja. Schön. Und dann auf dieser Seite haben wir noch schwarze Katzen und Kürbisse. Auch mega, mega schön. Vielen lieben Dank. Der gefällt mir auch super, super gut und kenne ich auch absolut nicht. Ja. Hallo. Frohe Weihnachten. Ja. Das ist kein Weihnachtsvideo hier, Ach aber so, ist ja, ach so. kein Problem. Das war Marco, er hat Weihnachten gewünscht. Ja, wir sind hier. Kombination Sticker, Schuhe und Taschen. Also so nach dem Motto, alles, was das Frauenherz begehrt. Schuhe, Taschen und Sticker. Da bin ich ja mal gespannt, was du da erwählt hast. Ich muss das mal aufreißen. Das mache ich mal außerhalb der Kamera. Ist das. Okay, das ist so Frischhaltefolie, glaube ich. Deswegen kriege ich es nicht abgezogen. Ui. Pumps, ich sehe Pumps. Und Parfüm und Schleifen. Und hier nochmal. Ich mache das, kriege ich das jetzt ab? Oh ja, jetzt habe ich es auf. Jetzt machen wir das auch hier auf. Moment. So. Ui. Hast du die nochmal extra verpackt, damit dir nichts passiert? Oh. Ich muss das mal ein bisschen grob machen. So, hab's aber geschafft. Ja, da haben wir hier, wie gesagt, Pumps, haben wir ja schon gesehen. Da haben wir hier Handtaschen und Hüte und sowas alles. Richtig, richtig cool. Da haben wir hier nur Hüte. Alles, was das Frauenherz begehrt, so nach dem Motto, ja. Richtig cool. Den Parfümflakon im Übrigen finde ich richtig schön. Und da haben wir andere Schuhe, also auch Pumps, sieht man ja, aber. Ja, so. Dann haben wir hier Handtaschen. Große. Und da haben wir auch ein bisschen kleinere Handtaschen. Ist ja eine lustige Idee. Dankeschön dafür. Die Pumps, die Schuhe und die Handtaschen. Sehr cool. So, dann haben wir hier Perlenpapiere.
Okay, da bin ich ja mal gespannt, was sie da so. Ja, ich reiße jetzt einfach mal, genau. Was sie da so Schönes. Oh, oh, die glänzen ja mega. Ich sehe es jetzt schon. Oh, Hammer. Schaut euch das an, das ist ja Hammer. Das muss ich jetzt auch mal rausnehmen. Wenn euch das zu lang dauert, spult vor oder so. Aber ich muss das mal rausnehmen. Das sieht ja wohl mal mega aus. Mich würde mal interessieren, wie die anderen Blätter davon aussehen. Und deswegen, boah. Das ist auch sehr dünn, ne? Das ist ja interessant. Aber die, schaut euch das an, das glänzt ja mega. Das haben wir zweimal. Oh, das auch. Schaut mal. Das kenne ich überhaupt nicht. Haben wir auch zweimal. Ui, das ist ja auch mega. Da wird mir ja geblendet. Haben wir auch zweimal in hellblau. Dann in so rosa. Geil. Mega. Mega, mega. Haben wir auch zweimal. Haben wir dieses hier. Ihr seht überhaupt nichts. Ich bin viel zu nah. Ui, haben wir ein bisschen weihnachtlich. Grün mit Sternschnuppen. Und dann haben wir dieses hier. Ist ja richtig cool. Kenne ich absolut nicht. Finde ich mega cool. Vielen lieben Dank dafür. Ich muss das mal da drauflegen. So, dann hat sie noch hier so zwei Postkarten mitgeschickt aus der Schweiz. Schweiz entspannt haben wir einmal und Schweiz fasziniert. Ja, richtig, richtig cool. Postkarten aus der Schweiz. Ich war nur einmal in der Schweiz, da bin ich durchgefahren. Aber ansonsten war ich noch nie in der Schweiz. Ich weiß nur, dass die Schweiz sehr, sehr teuer ist. Und jo. Aber man natürlich auch mehr verdient dort als hier in Deutschland. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Finde ich richtig cool. Zwei Postkarten. Oh nee, hoppla, Entschuldigung. Da ist noch eine. Schweiz befreit. Oh, das sieht da toll aus. Schaut mal. Oh, schön. Nicht alles so voll gebaut wie hier in Berlin. Nein, richtig, richtig schön. Vielen Dank. Sehr, sehr cool. So, jetzt haben wir noch zwei Pakete, glaube ich. Ja, da habe ich recht. Für große Resin-Teile, die als Anhänger ungeeignet sind, samtig. Resin, ja. Die großen, das stimmt. Ist das jetzt so filzartig? Moment, ich mache das mal hinter der Kamera. So, zack. Ui. Sie hat das extra noch alles so verpackt in dieser Frischhaltefolie. Ich reiß die mal auf. Moment, ihr seht das gar nicht. Obwohl, so seht ihr auch nichts. Oh, so. Ui. Ah, okay. Samtig hat sie auch draufgeschrieben. Stimmt, das ist so Samtpapier. Und genau, ist das auch schon klebend? Nee, oder? Klebt das schon? Musst du mir mal in die Kommentare schreiben. Ich möchte das jetzt nicht irgendwie anfangen. Mega, mega cool. Das kann man auf jeden Fall dann da drauf kleben. Das stimmt. Da hat sie dann zweimal rot und zweimal schwarz mitgeschickt aus diesem Samtstoff. Fühlt sich immer ganz komisch an. Aber Dankeschön. Richtig cool. Und wir kommen zum letzten Päckchen, was auch reicht. So viel hättest du mir gar nicht schicken müssen. Jetzt habe ich irgendwie ein schlechtes Gewissen. Ja, dass du mir so viel geschickt hast. Wäre überhaupt nicht nötig gewesen. Ja, nichtsdestotrotz hat sie noch Papiere mitgeschickt. Und ja, ich bin gespannt. Der Affe ist ja mal cool da, oder? Ich muss das mal rausnehmen, ihr Lieben. Sie hat das so gut verpackt, dass ich das nicht aufkriege. Ja, ihr hört das schon wie unsanft, ne? Ja, da haben wir hier dieses metallisch Papier. Dann haben wir einmal, dieses hier, Holo. Ich weiß jemanden, der das gerne mag. Da haben wir Gold. Oh, was ist das denn? Moment, ich leg das mal nach da hinten. Haben wir lustige Roboter hier. Sehr cool. Oh, wie süß. Oh, wie niedlich. Das ist schönes Papier. Die sind mega süß, die Elefanten. Dankeschön. Cool. Und hoppla. Moment. Dann haben wir einmal dieses hier. Armer Blümsche. In Blau. Oh, Fische. Meerestiere sind cool. Gehen absolut immer. Dankeschön.
Dann haben wir noch, ja, genau, so zwei da davon. Ja, das finde ich auch mega schön, die Struktur auch. Ja, das war's gewesen. Das war die Post von der Lisa. Richtig, richtig viel. Also, jo, was soll ich sagen? Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Sind ganz, 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 ganz tolle Sachen dabei. Ich freue mich sehr, sehr darüber. Auch über die selbstgemachte Dose hier freue ich mich. Finde ich richtig cool. Und ja, bei dem Naschzeug bin ich auch gespannt. Während der Nervennahrung, wie das schmeckt. Und die anderen Sachen auch richtig toll. Es sind Sachen, ja, die meisten habe ich nicht und finde ich richtig cool. Auch die Sticker hier finde ich sehr cool. Und auch dieses Papier hier und richtig, richtig schön. Vielen, vielen lieben Dank für die ganzen Sachen. Wäre absolut nicht notwendig gewesen, so viel zu schicken. Aber ist natürlich super lieb von dir und ja. In diesem Sinne passt das ganz gut. Nein. Ja, vielen lieben Dank euch anderen auch fürs Zusehen und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht's gut. Tschüssi.